So windig wie es hier gerade schon wieder ist, sollten wir vielleicht besser ein Windrad aufbauen statt eine Solaranlage. Wie vieles, was wir hier anfangen, es beginnt meistens mit Trimmen und Rasenmähen. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und wie wir im letzten Video schon ein bisschen angeteasert haben, wir fangen jetzt mit unserer Solaranlage an. Das wird definitiv ein etwas größeres Projekt, also wir werden das in diesem Video auf keinen Fall zu Ende schaffen. Wir müssen nämlich erstmal sowas wie ein Fundament, so eine ebene Fläche aus Kies schaffen. Und außerdem müssen wir auch noch jede Menge Überlegungen machen, wie wir die Panels überhaupt aufbauen. Da steht nämlich alles noch gar nicht so richtig fest. Hallo. Hast du schön geschlafen? Bei Ina wollte mal eben ein paar Gedanken loswerden zu dieser Solaranlage. Bei Ina, was meinst du? Na, das klappt nicht so mit bei Ina. Dann sag ich was dazu. Also, wir haben hier 20 Panels. Jedes Panel hat 375 Watt. Sagen wir jetzt mal der Einfachheit halber 400 Watt. Das macht 400 Watt mal 20 Panels. Was? 20 Panels auf 400 Watt. Sind... 8 natürlich. Natürlich 8 Kilowatt. Dazu haben wir einen 10 Kilowatt Wechselrichter, das heißt, wir hätten sogar noch ein bisschen Luft nach oben. Vielleicht kommt noch das ein oder andere Panel dazu im Laufe der Zeit. Und diese Panels gilt es jetzt irgendwo aufzubauen. Kommt ein Pferd ins Blumengeschäft und fragt, haben sie mal geritten? Haha, das soll ein Witz sein. Habe ich aber auch nie so richtig drüber gelacht. Ah, es ist wirklich sehr windig, deswegen müssen wir ein bisschen darauf achten, wo die Kamera steht. Wir haben gerade gesagt, dass bei Ina hier immer hinpinkelt. Und jetzt sitzen wir hier. Grundsätzlich muss ja eine Solaranlage Richtung Süden ausgerichtet sein und Süden ist hier. Und die größte Fläche von der Solaranlage wird auch einfach nur so starr in diese, ja, in Richtung Süden zeigen. Aber das Ziel ist es nicht, irgendwie einen hohen Peak zu erreichen, sondern über einen großen Zeitfenster im Laufe des Tages Strom zu produzieren. Das heißt, wir haben uns gedacht, vielleicht machen wir diese ganze Anlage ein bisschen mobil, dass man die quasi ein bisschen im Tagesverlauf immer ein bisschen weiter rollt oder sowas, aber das ist es nicht so. Deswegen dachten wir uns, wir werden jetzt ein paar Panels in diese Richtung zeigen lassen. Das heißt, weil da geht die Sonne auf, dann haben wir morgens schon mal ein bisschen Strom. Dann haben wir hier mittags und tagsüber eben die größte Fläche. Und dann werden wir vielleicht irgendwann da hinten noch ein paar Panels installieren. Dann haben wir nämlich abends auch noch Strom. Weil wir ja keinen Speicher haben. Genau, deswegen würde es uns nichts nützen, wenn wir mittags einen hohen Peak haben, aber morgens und abends dann kaum noch Strom. Deswegen werden wir die Panels ein bisschen ausrichten. Verteilen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit an der ganzen Anlage. Okay, wir haben gestern den ganzen Tag hin und her überlegt. Wir haben uns was ausgemessen, Pläne gemacht, Zeichnungen gemacht, hin und her und haben letztendlich alles über den Haufen geworfen, was wir eigentlich mal uns ausgedacht hatten. Normalerweise macht man ja so eine Solaranlage einfach aufs Dach und das war natürlich auch unser Plan anfangs gewesen. Die ganze Idee haben wir aber relativ schnell verworfen, weil wir keine Ahnung hatten, ob dieses Dach das überhaupt aushält und ob man überhaupt sich auf diesem Dach bewegen kann, weil das ja nur so dünne Schieferschindeln sind. Aber nachdem unsere Nachbarn da hinten an dieser Scheune da das Dach neu gemacht haben, haben wir gesehen, wie die das eben gemacht haben. Die hatten eben so eine Leiter, die war hinten eingehakt und dann konnten die sich ziemlich gut auf diesem Dach bewegen und so machen wir das nämlich jetzt genauso. Und ja, jetzt haben wir eben diesen Plan, das eben auf so ein kleines Gerüst so aufzustellen und das Ganze hier eben vor dieser Scheune zu platzieren. Haben wir halt, wie gesagt, komplett über den Haufen geworfen und sind jetzt doch wieder ganz am Anfang angekommen und bauen jetzt doch aufs Dach. Naja, wir teilen es auf. Wir haben insgesamt 20 Platten, 12 kommen aufs Dach und jeweils 4 an den Seiten. Nach Osten und Westen ausgerichtet. Und der Plan ist es, die Klapper zu machen, damit man keine Verluste hat. Gar nicht so einfach. Nee. Und alles beginnt jetzt damit, dass wir uns eine Leiter zum Einhaken bauen. Die wird einfach so aufs Dach gelegt und hinten über die Firstpfanne, nämlich so dann eingehakt mit so einem kleinen Haken. Das werden wir jetzt einfach mal bauen. Ich weiß auch nicht so genau, wie das aussehen wird. You can call me stupid. Okay, wir haben gerade mal probiert, ob die überhaupt lang genug ist, weil wir das Maß gar nicht kennen. Aber das scheint zu funktionieren. Ja, da müssen wir uns jetzt noch irgendwas zum Einhängen suchen. Wieder Planänderung. Wir waren gerade bei den Nachbarn und haben uns diese Leiter eben mit diesen Haken angeguckt, die man halt eigentlich da hinter diesen Firstpfannen da so hinterklemmt. Aber die haben die gar nicht aus Holz, sondern das ist aus einem Stück aus Aluminium halt so gebogen. Und die müssten wir uns halt extra kaufen. Wir wollen aber jetzt anfangen und das aus Holz zu bauen, das... wäre zu riskant. Deswegen suchen wir jetzt gerade nach einer anderen Möglichkeit, irgendwie halt diese Leiter vor dem Runterrutschen zu hindern.
Und deswegen werden wir jetzt da an dem Baum hier im Hintergrund ein Seil spannen bis da oben zu diesen Firstpfannen. Sieht vielleicht alles ein bisschen wüst aus und sowas, aber wir werden es erstmal probieren und wenn uns das Ganze zu riskant erscheint, dann lassen wir das. Wir machen das wirklich nur, wenn es sicher wirkt. Ja, wir müssen es probieren. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir müssen erstmal hier wieder freischneiden, damit wir überhaupt an diesen Ast kommen, wo wir dann das Seil befestigen. Und Schwung. Ja. Haha. Jetzt oh nee. Haben wir ausgerechnet den genommen, der kaputt ist. Oh. Ah. Und alles wieder rückwärts. Okay. So, jetzt nochmal mit intaktem Spanngurt. Boom. Jawohl. So. Das hält da schon mal. Da kommt es. So, wir wären soweit. Das muss ich euch mal zeigen. Hier, diese grüne Schnur ist jetzt für die Leiter gedacht. Und da hinten ist noch eine dünnere blaue. Die ist an einem anderen Ast. Und da machen wir uns jetzt selber dran fest mit dem Klettergurt. Also Klettergurt an und auf aufs Dach. Okay, dieser Sicherheitsgurt hier, der war, wie der Zufall es wollte, bereits hier im Haus. Also den haben wir nicht gekauft oder sowas. Und ja, wie praktisch, dass wir den jetzt brauchen. Fest. Ach, Gott sei Dank sieht es gar nicht so hoch aus. Ja, steig mal noch einen Tacken. Niederes Volk, ich komme ja runter. Nee, geht echt gut da oben drauf, sich zu bewegen. Aber ich bin runtergekommen, um jetzt erstmal zu messen, wo müssen wir bohren, wie wird alles platziert und dann kann ich das erste Loch bohren. Wir haben jetzt hier eine Gesamtlänge von 3,50 Meter und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir von der Firstpfanne bis zum Anfang der Solarpanel ca. 25 cm Luft lassen. Und das hier sind die Schrauben, die wir benutzen werden. Das heißt, ich muss jetzt gleich einmal durch die, nicht Pfannen, sondern durch die Schindeln durchbohren. Dann können wir das durchstecken einfach nur und von hinten müssen wir dann mit einem dicken Stück Holz einfach kontern. Aber darauf werden wir genauer drauf eingehen, wenn es soweit ist. Erstmal heißt es nämlich jetzt, ja, wie viel brauchen wir davon? 3 pro Latte, 2 Latten nebeneinander. Ja, 6 mal 4 rein. Ja, 24 von diesen Schrauben hier einsetzen. Okay. Ich bin wieder unten. 3 Schrauben stecken jetzt schon im Dach drin. Ich glaube, ein bisschen verbrannt bin ich. Ja, bei Ina ist die ganze Zeit am Quengeln. Deswegen gehen wir jetzt auf jeden Fall erstmal eine Runde mit dem Hund. Vielleicht mache ich heute noch das ein oder andere Schräubchen. Ansonsten mache ich halt morgen damit weiter. Gibt schlechtere Aussichten als diese hier, was? Pass mal auf, jetzt haue ich einen raus. Eine Überleitung, du glaubst du nicht. Zum Beispiel die Zukunft unserer Gesellschaft. Und genau deswegen machen wir das Ganze ja hier auch. Wir möchten damit nämlich einfach ein Stück unabhängig sein, zumindest unabhängiger. Wir sind ja immer noch nicht ganz unabhängig. Wir sind trotzdem noch angeschlossen am Stromnetz. Aber es kann in Zeiten wie diesen hier wirklich nicht schaden, sich ein bisschen Unabhängigkeit aufzubauen. Und genau deswegen fangen wir auch an, unser eigenes Gemüse anzubauen. Zugegebenermaßen, die Fläche ist noch ziemlich klein, aber es ist ja noch jede Menge Potenzial da und die wird nächstes Jahr deutlich größer werden. Und auch diese Solaranlage, die wir hier gerade aufbauen, ist eben auch ein Teil dieser Unabhängigkeit. Und deswegen geht es jetzt weiter hier mit diesem Aufbau. 4 Schrauben habe ich jetzt erst drin hier in diesem Dach. Das heißt, es fehlen noch jede Menge und die mache ich jetzt. Jo, so sieht die ganze Konstruktion übrigens aus. Ich hänge quasi gerade an diesem Seil.
beziehungsweise an dem Ast, wo dieses Seil fest ist. Und das hier ist mein Sicherungsseil. Jo, so sieht's aus. So, Kamera muss jetzt wieder runter, damit ich weiter arbeiten kann. Jetzt am Morgen kann man gut erkennen, warum wir nicht alle Platten aufs Dach machen. Die Sonne taucht nämlich jetzt gleich hinter diesen Bäumen da auf. Und dann scheint die hier an diese Giebelwand. Und genau hier an dieser Giebelwand wollen wir eben halt auch 4 Platten installieren, damit wir eben möglichst früh am Tag schon selbstproduzierten Strom haben. Weil bis das Dach wirklich in der Sonne ist, dauert es noch einige Zeit. So, weiter geht's mit der Unterkonstruktion. Ich habe mein Geschirr schon an. Da oben habe ich jetzt schon 2 von diesen, ich sag mal, Konterhölzern montiert. Und jetzt fehlen noch 2, einer ungefähr in der Höhe und einer da ganz oben. So sehen die Dinger jetzt aus. Die werden halt zwischen diese Sparren da geschraubt. Hier jeweils mit 2 dicken Schrauben verbunden. Und hier kommt dann diese Stockschraube, so heißt sie, durch. Teilweise kann ich sogar diese Blöcke hier mit 8 Schrauben festmachen. Also das Gewicht ist gut verteilt. Ich glaube, das passt schon. So, und jetzt nehme ich euch mal mit hoch. Die unteren beiden waren noch in Ordnung, aber die oberen beiden werden schon ein bisschen schwieriger. Als erstes mal sichern. Puh. So, jetzt den Balken hier festschrauben. Fest. Super. Genießt du die Sonne bei Ina? So, wir haben jetzt alle Stockschrauben für eine Seite montiert. Das heißt, wir können jetzt 1, 2, 3, 4 von diesen Aluminiumprofilen übereinander bauen. Hier mit diesen Haltern werden die festgemacht. Hier kommt die Stockschraube durch, hier kommt dann der Halter drauf. Aber um ehrlich zu sein, wissen wir gar nicht, wie wir das montieren sollen. Beziehungsweise wie wir uns dann auf dem Dach mit der Leiter fortbewegen sollen, weil da ist ja dann die Leiste quer im Weg. Ist gar nicht so einfach. Da müssen wir uns noch was zu überlegen. Wir wissen da nicht weiter. Und weil wir uns da noch was zu überlegen müssen, hört das ganze Thema Solaranlage gerade auf für dieses Video. Und Annika zeigt jetzt noch mal kurz ein kleines Kartoffel-Update. Auf zu den Kartoffeltüren. Komm, wir gehen mal zu den Bestaussehenden. Wie ihr sehen könnt, wächst und gedeiht. Aber richtig gut. Ich habe das jetzt hier noch so ein bisschen angehäuft, immer mal wieder. Sollte man machen, habe ich so gelesen. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass das noch zu wenig angehäuft ist. Muss man nicht eigentlich so, weiß nicht, die halbe Kartoffelpflanze bedecken? Aber wir haben jetzt auch gerade keine Erde mehr. Aber im Allgemeinen finde ich, die Kartoffeln sehen ganz gut aus. Die können einen teilweise ganz schön in den Fuß picken. Frech sind sie. Frech sind sie. Und schaut euch mal die rote Beete an. Die hat schon so riesige Knollen. Ehrlich, das ist so geil. Ey, das macht richtig Spaß, wenn das läuft. Auch Kohlrabi läuft richtig gut. Spinat haben wir jetzt auch schon geerntet. Den kann man jetzt nicht mehr ernten, weil der jetzt schon blüht. Dann wird der ja bitter und man sollte ihn nicht mehr ernten. Aber da vorne wächst schon neuer Spinat und ja, es läuft. Außerdem haben wir schon richtig viele Erdbeeren geerntet und solche dicken Dinger. Und das ist aber nicht groß. Ja, solche. So groß. Ja, wirklich. Also wir haben schon dieses Jahr einige Erdbeeren geerntet und wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall ein ganzes Beet anlegen, weil das einfach geil ist und mega lecker. Boah, ich muss mir jetzt erstmal eine kurze Hose anziehen. Die Sonne ballert. Hot, hot, hot today. Und hier aus diesem Gemüsebeet mit dem Dach im Hintergrund, wo in, ich glaube erst in ein paar Wochen, die fertige Solaranlage sein wird, verabschieden wir uns und sagen... Und sagen... Au revoir. Au revoir et à bientôt. Make it rain. Ey, das wäre gemein, aber ich mach's trotzdem. Konfetti, Geburtstagskonfetti. Ja, Julian wird heute 30. Nein, ich bin 24. Ja, ja, du fühlst dich vielleicht wie 24.